steht da ja auch, ne? Betritt das Versteck im Hochhaus. Haben wir noch immer Money? Was mache ich denn da? Ab ja auch viel. So. Schon mal eine kleine Reihe weg. Ach, scheiße. Na ja, gut. Dem Victor! Wir werden weniger! Der steht auf. Ich würde an seiner Stelle hinten stehen bleiben. Wenn ich schon anfange rumzuhacken. Da habe ich wahrscheinlich keine Chance. Das ist auch eine Masse hier. Wie die so viele Leute immer finden in so eine Dreckslöcher. Boah. Einer Scheiße. Oh, jetzt läuft mal einer da im Weg. Nein! Nicht! Schmeiß! Drogen, Drogen, hoch! Meine Güte, ist hier was los! Ja, von wegen, Digga! Ich seh dich! Wir wissen, wo du dich versteckst! Wir werden weniger! Ja. Sag mal, wie viele haben wir noch? Drei. Drei sind noch da. Dann. Oh, nee. Rekrute! Wir sind reserviert! Schieß doch, Junge! Wir wissen, wo du dich versteckst! Wanderbode! Ich krieg sein Chrom! Oh, jetzt kommt hier noch einer her! Hau ab! Alter, warum wechselt ihr denn nicht? Wechsel die verdammte Waffe hier, wenn ich's dir sage. Wenn ich mal nur Lust hast. Oh, scheiße, mein Versteck. Na, die meisten sind jetzt tot. Also sollte es gehen, hoffentlich. Jo. Nein. Lass mich in Ruhe. Wir wissen, wo du dich versteckst. Kann ich wieder raus? Scheiße. Ja. Mach dir Platz! Окружает укрытие. Oh, ist das heftig. Ja. Oh, nein. Ich hätte mal rausgehen sollen. Draußen bleiben sollen. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder einer angelaufen. Wie viele laufen denn hier noch rum, Alter? Meine Güte. So, bitte schön. Da war es draußen vor der Tür noch einer, oder was? So. Dürfte es denn hier der letzte oder? Naja, hoffentlich der letzte sein. Ist er jetzt tot oder was? Das war nicht schlecht. War ganz schön viele Gegner. Okay, wo müssen wir lang? Hier unten ist da noch irgendwas. Oder? Habe ich eben noch irgendwas gesehen?
Mal einfach schnell durchlaufen. Na, diese Anzeige wieder. Ist das das hier? Ne. Muss ich jetzt da runter? Ja, da runter und dann bin ich da eben lang gelaufen, oder? Ach so. Du, geh drüben. Hast du für das ganze Chaos gesorgt? Nö. Da hab ich ja fast Mitleid mit denen. Fast. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Lass mich auch raten. Du glaubst, ich werde dich retten. Nein, nein. Aber den Prototyp und die Baupläne. Richtig. Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Mhm, clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Scaff-Angriffs. Einziger Überlebender? Scaff sind nicht bekannt für ihre Gnade. Sie wollen etwas von dir. Könnte man so sagen. Was die wollen, ist mein Implantat. Und das ist verdammt viel wert. Warte mal. Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie. Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut auch einen wie. Schädel? Obwohl ich gerade. Es sei denn, Zetatec hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Wie wär's hiermit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Ripper-Doc kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Okay. Holen wir dich da raus. Sehr gut. Ich wusste, wir können uns irgendwie einig werden. Gut. Dann knacken wir mal die Tür. Umgeht das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Okay, bin gleich wieder da. Hier wieder raus. Oh, jetzt wieder nach oben. Und das. Nee. Nur ein Schrank. Das hier. Dateien. 2753. Ah ja. 2753. Alles klar, wieder runter. Ist hier kein Okay? Ne, 2753. Ich Idiot. 2753. Ah, wie ich sehe, hat Zetatec kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeheuert. Absolut. Jetzt bist du dran. Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scaffs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Aha. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay? Ja, ich kann mich nicht bewegen. Was war mit seinem Auge noch da dran gewesen, oder? Sein Glubschi. Gib Gas. Zack. Zack. Heilige Scheiße, ist das Harry?
Typ war ein Arsch, aber das... Das ist barbarisch. Wahrscheinlich wäre ich hier gelandet, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Naja, bei Zetatec wartet auf mich auch ein heißes Ende. Ja, jetzt gib mal Gas hier. Komm, ich helfe dir. Komm. Okay, okay. Da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es. Nova, ich nehme das mal. Bleib bei mir. Wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du? Ich kann doch ganz nützlich sein. Bin ich noch nicht so überzeugt von. USA-Spione und Unruhestifter. Augen auf, wenn ihr etwas Verdächtiges seht. Ja, wo soll ich jetzt hier, rüber oder was? Jo. Keine Ahnung, wo ich jetzt hingehen soll. Wo soll ich denn hingehen? Ah, hier. Oder? Nö. Ach, direkt da hinter mir. Zeit, dass wir verschwinden. Ja. Mama, geh mal. Geh mal vor. Noch ein paar Schritte und schön leise sein. Still und heimlich. Was ist das hier? Ah, eine Pizzaschachtel. Jetzt mach mal zu, da, Mensch. Kein Bock hier eine Stunde zu warten. Echt jetzt? Dann schieb ich ihn noch die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Ach so. Wow, du bist ja wirklich Ingenieur. Beeindruckend. Hey, solange es nicht mehr funktioniert. Oder irgendwas rausgerissen, ey. Hier sollte es sicher sein. Puh, ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Oh nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, warte. Ich kann nicht zurück zur Zetatec. Weißt du was, Chum? Du gehst mir mächtig auf den Sack. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist... Ich bin fertig mit Zetatec. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Du hast mich angelogen, Hassan. Ich habe mein Leben für dich riskiert und du wolltest mich ficken. Ich war in einem beschissenen Käfig und du hättest mich da zurückgelassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mich anzulügen war definitiv der größere Fehler. Ich habe Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werden mich umbringen. Bitte. Newsflash, Chum. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Na, was machen wir jetzt? Ja, aber kommen wir weiter? Wenn wir ihn jetzt gehen lassen, komme ich dann weiter? Ich ruf lieber den Fixer an. Muss ich dann noch eine Quest machen? Rühr dich nicht und halt die Klappe. Klar. Okay.
Schick mich bitte nicht weg. Shit. Hans, die Situation wurde kompliziert. Hab eine Geisel gerettet. Überlebender von Zetatec. Und wie wirkt sich das auf die Mission aus? Naja, der Idiot hat sich den Prototyp ins Auge gestopft. Braucht eine Mitfahrgelegenheit. Umständlich, aber kein Problem. Koordinaten bitte. Der Transport wird gleich da sein, um ihn zu Zetatec zu bringen. Ich schicke sie rüber. So, dann hätten wir die erste erledigt. Ich glaube, da müssen wir noch zwei machen. War ganz schön groß für so eine Nebenmission. Du bist wie? Hans schickt mich. Eine kleine Nebenmission. Wegen der Baupläne. Ist das Arnold Schwarzenegger? Ja. Hier, nimm sie. Nova. Ich übernehme ab hier. Ja, erste erledigt, zwei wären dann noch. Geschickt gelöst, wie. Meine Leute werden sich um den Rest kümmern, genau wie vereinbart. Deine Bezahlung sollte gleich da sein. Ja gut. Dann gucken wir uns jetzt mal die nächste Quest an. Nee. Nicht das Telefon, sondern auf dem Journal. Biblisch zum Auftrag. Hier, da. Ist auch nicht weit weg. Da irgendwo lang. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Auto rufe, das wird nur komplizierter. Hier sind überall keine richtigen Straßen. Oder ich werde natürlich angegriffen und dann wird das hier noch komplizierter. Das kann natürlich auch passieren. Wo ich sollte mal erstmal ein bisschen neue Munition herstellen, ne? Ordentlich rumgeballert. Ja, bevor ich da eingreife, stelle ich gleich erstmal Munition nochmal her. Hau ab! Warum greifst du mich denn an? Ich laufe doch hier nur rum. Hast wahrscheinlich irgendwo gegen den Baum gepisst und sagt, das ist jetzt sein Revier oder so. Scheiße, wie komme ich denn hier durch? Boah, hier bin ich ja auch eine. Was für eine Stelle bin ich denn hier gelandet? Hau ab. Komm, tschüss. Oh. Da ist ja auch wieder eine ätzende Ecke hier. Du glaubst nicht, was die Arschkrampe gesagt hat. Das jetzt zur Mission, oder? Nee, das ist nur einfach nur irgend so ein Streifen und jetzt muss ich ganz um das Haus rum. Meine Güte. Das sah eben viel näher aus. War eben nur 300 Meter oder so. Also 300 Kilometer. Ne, 300 Meter, das sind keine Kilometer. Sieht nah aus, sind nur 300 Kilometer. Jetzt hätte ich schon runtergemacht. Ne, doch hier oben weiter. Bisschen verwirren. Ja. Oh, jetzt nervt der schon wieder rum. Oh. Ach, hier kann ich rein, ohne abgeknallt zu werden. Sehr schön. Muss ich denn hier überhaupt lang? Eigentlich schon. Ach so, ich verlasse hier das Staatsgebiet sozusagen. Das Staatsgebiet des Großen, was weiß ich was. So, was muss ich machen? Begib dich zum Auftrag. Muss ich jetzt hier irgendwas suchen oder wie? Soll ich denn jetzt hier suchen? Dann steig mal aus. Komm, steig aus. Oh, super. Einfach nur warten, bis er anruft. Wie? Es geht um zwei NCPD-Beamte. Und wer außer dir könnte unsere Retter in der Not aus der Not retten?
Die zwei kleinen Schweinchen waren geschäftig. Hatten einen Deal mit einem von Hansons Leuten, Dodger. Was soll da schon schiefgehen? Ganz genau, alles. Stella, die Verlobte eines der Beamten, wird dir alles erklären. Viel Glück. Ja, dann erstmal speichern. Dann nochmal eine kurze Pipi-Pause. Dann kann es auch gleich weitergehen. Dann mal direkt rein da. Ich glaube, ja, ich muss hier eine, irgendwie eine Karre rein. Die liegt da irgendwie so. Hat den Sitz zurückgeschoben. Das sieht ja albern aus. Wäre es nicht leichter, wir machen mit. Einfach wegzufahren. Die Sitze umklappen reicht vielleicht nicht. Hör zu, das ist ernst, kapiert? Mit Dodger legt man sich nicht an. Na, schon klar, okay. Kapiert man. Klar. Gar nichts los. Mein Verlobter Bill und sein Kumpel Charlie brauchen dich. Sie sitzen im Gebäude gegenüber in der Falle. Hans meinte, die sind vom NCPD? Cops und Volltrottel, ja. Machen manchmal Jobs nebenbei. Wollten was mit Dodger abmachen, aber die Nummer ging wohl voll in die Hose. Bill hat angerufen und meinte, ich zitiere, wir sind am Arsch. Hat gesagt, ich soll Hilfe holen, sonst pustet Dodger ihnen das Hirn weg. Korrupte Cops sind notwendig. Als ich klein war, habe ich oft gesehen, wie Bullen den Tigers Pakete brachten. Hatten meistens alle was von. Außer bei Leuten wie er hat was ganz anderes gesagt, oder? Ich weiß nicht, wozu man Dialogfelder aufmacht, gewarnt, wenn die Charaktere dann doch was ganz anderes sagen. Bitte versprich mir, dass du Dodgers Leute am Leben lässt, ja? Sonst wird alles weißt, nur noch sowas schlimmer. Kann ich nun wirklich nicht versprechen. Hier, die Zugangskarte. Jetzt soll ich mich da reinschleichen, oder was? Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Ich bin überhaupt nicht geskillt auf. Also ich weiß auch nicht mal mehr, wie man diese Fetten macht. Der veralteten man kann sich ja irgendwie so in die Gegner reinhacken und so, aber... Also ich werde es mal probieren. Ich werde mal probieren, mich reinzuschleichen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich speichere mal vorsichtshalber hier vorne ab. Falls doch was in die Hose geht. So. Ach der. Ja, super. Hallo? Der entscheidet sich noch, ob er mich angreifen will. Hallo? Nee. Oh. Und schon geht's los. Ich bin eine absolute Schleichnoob. Ich spring da direkt rein, wenn da Leute rauskommen. Ganz vorsichtig jetzt. Ganz vorsichtig. Haut ab. So. Sollten weit genug weg sein. Da vorne waren sie eben zu zweit drin. Wieso fragst du mich das? Sollte schon vor einer Stunde hier sein. Yo, ist er aber nicht. Stört mich das? Bewegt sich da einer? Da kommt einer raus. Glaube ich. Mal kurz um die Ecke luschern. Ne, sind zu zweit da drin. Ah, jetzt kommt einer raus. Oh, oh. Jetzt kann ich da, glaube ich, schnell rein. Da ist nämlich noch einer drin. Ich glaube, den kann ich direkt töten. Ah, jetzt muss ich den erstmal wieder... So. Ja, geh doch. Ich soll ja keinen töten, ne? Machen wir einen Takedown. Ist ja im Grunde auch das gleiche. Muss ich jetzt hier durch? So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da ist einer. Da ist eine Tür. Oh, scheiße. Also ich glaube, ich kann da nicht ungesehen dran vorbeilaufen. Ah, ich probier's mal. Lauf schnell, Forrest. Puh. Ach du Scheiße. Der sieht mich nicht, ey. Ich komme durch die Tür hinter ihn geschlichen und der bemerkt mich nicht. Das ist ja auch witzig. Nee, das schaffe ich doch nie.
Das schaffe ich doch nie. Vielleicht komme ich hier weiter. Weil die auf dem Stuhl sitzen, die erreicht man eigentlich gar nicht. Das habe ich jedenfalls noch nie gehabt. Ich gucke erstmal, ob ich noch einen anderen Weg finde, bevor ich da weitermache. Der bleibt da auch immer stehen, ne? Vielleicht kann ich da ja rüber. Ey, nein! Halt! Halt! Boah, Alter, beinahe! Wie soll ich denn jetzt an den rankommen? Ich laufe hier nochmal rüber. Die decken sich alle gegenseitig. Da vorne ist auch einer. Boah, ich sammle mal den Mist hier erstmal ein. Vielleicht kann ich hier so rüber. Das glaube ich nicht. Nee, war ja klar. War ja klar. Hä, hey, irgendwie muss ich das da oben hochkommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieses Hacken geht. Irgendwie konnte man auch die Gegner immer so ein bisschen hacken. Oder die Umgebung. Kann ich da irgendwie anmachen? Ey. Ah, nee. Ah, der füllt sich immer weiter. Scheiße. Jedenfalls einer jetzt alarmiert. Ja, jetzt kann ich den da hinten, glaube ich, umlegen, oder? Ah, es wird ganz riskant, wäre das. Boah. Nee, da komme ich doch nie ran. Nie und nimmer. Langsam habe ich keinen Bock mehr, ey. Gleich prügel ich mich hier durch. Ach, da ist ein Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl. Ah, muss ich von da rum. Oh, toll. Also, wo die alle rumstehen. Wenn ich das ganz schnell mache. Ich mache das jetzt ganz schnell. Ach, scheiß drauf. Ich hau ab. Tschüss. Einfach durchgelaufen. Also die sind jetzt auch alarmiert, oder? Da habe ich keine Chance mehr. Da muss ich mich durchkämpfen. Ne, geht. Da sind schon die Leute, die rausholen sollen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Gott sei Dank, endlich. Bill dreht da drüben langsam durch. Okay, versuchen wir, sie aufzukriegen. Dieses Scheißteil. Hilf mir doch mal. Na los, mal auf. Komm schon. Ach du Scheiße. Ich weiß. Der sieht ja auch gut aus. Was zum Teufel? Keine Sorge. Nicht mein Blut. Was ist hier passiert? Sie am besten selbst. Einfach. Ich soll ja keinen umbringen und du legst erstmal alles hier um, oder was? Was zum. Was macht ihr denn da für ein Schweinkram? Hi. Wer ist, Der Typ? Gute Frage. Wer ich? Ich hab's doch schon gesagt. Ich bin Bill. Schon nee, klar, ich meinte eigentlich den Typen hier auf dem Tisch. Ich meinte die verdammte Leiche auf dem Tisch, die Stella irgendwie vergessen hatte zu erwähnen. Wir haben ihn nicht getötet. Echt nicht. Mal sehen. Zwei blutverschmierte Typen. Ein verschlossener Raum, eine ausgeweitete Leiche. Da kann nur ein Meisterdetektiv helfen. Na los, erzähl ihm von deiner genialen Idee. Meine Idee? Du hast doch Dodger an Land gezogen. Sicher. Wenn du die Drogen nicht vor der Nase eines Junkies abgelegt hättest. Woher sollte ich wissen, dass er schluckt? Lass den Scheiß, Leute.
Erzählt mir, was passiert ist. Sag du's. Nein, erzähl du. Mir platzt gleich der Sack. Das war so. Der Typ klaut Dodgers Zeug, verpisst sich nach NC. Und wir hören, dass Dodger eine Belohnung auf ihn und das Koks ausgesetzt hat. Dann stolpern wir bei einer Routinekontrolle über ihn und seine 200 Gramm Synth-Coke. Also haben wir ihn eingesackt und hergeschafft. Der Typ hat 200 Gramm geschluckt? Geht das überhaupt? Mit viel Übung bestimmt. Wir warten jedenfalls hier auf Dodger, und jede Körperöffnung. Als plötzlich die Tüte einfach so auf den Tisch knallt. Da schreit der Schweinehund, fickt euch Bullen, und stopft sich das Ding in den Mund. Hatte vielleicht ein Implantat oder so, mit dem er mehr schlucken kann. Ja, ein Schluckimplantat. Damit sollte man heute Millionen verdienen. Weiß ich doch nicht. Er hatte keine Pro- und Kontraliste gemacht. Die Tüte muss geplatzt sein. Er hatte Schaum vor dem Mund, zuckte so rum und ist einfach abgekratzt. Dann haben wir Panik bekommen. Der Vollidiot hat zehntausende Eddies gefressen. Was hätten wir denn machen sollen? Wenn die Tüte schon kaputt war, warum dann noch die Doktorspiele? Wir waren in Panik, okay? Ist einfach passiert. Es ist alles weg. Alles vollständig aufgelöst. Deutscher macht uns kalt. Dann bringt ihr ihm den Dieb mit seinem Stoff. Nur ohne den Dieb. Oder den Stoff. Ja, so in etwa. Du musst uns hier raushelfen, bitte. Also gut, dann mal los. Ja, es wird aber nicht gehen mit Schleichen, denke ich. Eine Kleinigkeit noch. Wir kamen mit unserem Einsatzwagen her. Den bräuchten wir wirklich zurück. Das wird ja immer besser. Wo ist die Karre? Noch extra Wünsche. In der Garage. Dann mal auf zur Garage. Jetzt ist das offiziell wie endlich in der Oberliga angekommen. Also in der Liga der Oberbleibirnen. Herzlich willkommen, Johnny. Stella bringt deine mich Meinung um, wenn sie von der richtig. Sache erfährt. Ach so, er ist schon fertig. Weißt du, was du jetzt brauchst? Was? Richtig. Ah, wir gehen einen anderen Weg, naja. Dann kann man vielleicht doch noch ein bisschen schleichen. Kerl, der zum Glück gar nicht stottert, wenn er mit dem Captain spricht. Ich stotter überhaupt nicht. Letztes Mal ging's hier durch. Wie ging der Code noch? 2893? Es war 2983. Idiot. 2893 stimmt. Ich hab's genau gesehen. Gib schon ein. Jetzt mach zu da, Mann. 2983. Alter, sag ich doch. Ja. Der Schläger. Achtung. Warte, kann ich das Ding da vorne hacken? Technische Fähigkeiten 15. Wie macht man das nochmal? Wie macht man das denn nochmal? Keine Ahnung. Er kommt direkt auf uns zu. Na, jetzt da um die Ecke. Ich hol mir den schnell mal. Und tschüss. Ja, die Kamera, wie soll ich vorbeikommen? Ich muss sie doch irgendwie hacken, oder? Habt ihr jetzt irgendeinen Alarm ausgelöst, ihr Trottel? Wie soll ich das denn machen? Ach du Scheiße, jetzt bin ich erwischt worden. Nö. Ah, hier, der hat einen Schalldämpfer. Dann dürfte es zumindest keiner hören. Weiß nämlich nicht mehr, wie man hackt. Und die gehen ganz geschmeidig da lang. Alles voll hier mit Leute. Ah, noch irgendwas Rotes. Ah, super. Fest verschlossen. Schon wieder? Ach, Leute. Hey, wir waren das diesmal nicht. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Dodger wird uns mit Eddies zuschütten, Bill. Der Plan ist narrensicher, Bill. Vertrau mir, Bill. Schnauze, Bill. Dann ist es eben Pacifica. Ja, wahrscheinlich im anderen Raum drin. Was du Schönes? Nichts. Sagt der Wichser, der das Zeug nicht in der Hose behalten konnte. Ah, doch. Geht doch. Wahrscheinlich hätte ich auch so die Kamera ausschalten können. Mich nur ein bisschen besser umgucken müssen. Trottel.
Jetzt macht man hier nicht so den Affen. Was zum Teufel ist da los? Hey. Shit, shit. Tut mir leid. Aye, aye, Sir. Vorsicht. Tu doch ja. Was. Ich glaube, ich kann ihn nur wegballern. Nee, geht auch so. Und gute Nacht. Shit. Sorry. Verdammt. Das ist von ganz allein passiert. Ja, klar. Da war doch eben noch einer, oder? Da müssen wir vorbei. Meine ich doch. Ist auch noch der Deck den und hier ist auch noch einer. Vielleicht kann ich den auch so greifen auf dem Stuhl. Ja, geht. So, komm her. Immer schön Takedowns, vielleicht gibt das noch einen extra Bonus. Stand auf! Was für ein Dock? Der Weg zum Reichtum ist mit Wurst gepflastert. Ach, fick dich, Charlie. Fick dich. Na los, komm. Lass uns von hier abhauen. Unser Einsatzwagen ist genau dahinter. Jetzt war wieder alles voll mit Leute. Du hast sie lauf doch nicht oder? So rein. Scheiße, nicht, du hast sie oben vergessen. Ach, chill mal, ich hab sie gleich. Na, lass mich das Scheißding kurz schließen. Und ging das hier überhaupt? Konnte man hier Autos kurz schließen? Ach, gegen, ah ja. Alles klar, komm her. Ach nee, das ist doch. Eine Begrüßung? Wie heißt der Typ nochmal? Wie aufmerksam. Oder sieht er den nur ähnlich? Nee, der sieht den nur ähnlich. Seid gegrüßt, Leute. Oh, bin ich zu früh? Wir können das erklären. Schnauze. Ich kenne dich nicht. Möchtest du dich nicht vorstellen? Ich bin Vi und ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Einfach reingeworfen worden. Schon von der ersten Stunde an. Ganz klar. Was habt ihr da im Gesicht? Bisschen Ketchup? Waren die Servietten aus? Ja, also, nein, nicht wirklich, nicht per se. Und du, kannst du sprechen? Gab eine Schießerei, einer wurde getroffen, viel Blut. Haben dann dein Zeug hergebracht, ist oben, ist alles erledigt. Noch so ein Poet, na gut, dritter Versuch. Sagt er die Wahrheit? Stimmt. Ist genauso passiert, wie Bill sagt. Das ist aber schade. Weißt du, es ist so. Ich lass mich nicht gern verarschen. Nicht? Jungs! Ach. Jetzt hör mal auf, Scheiße! Boah, Alter! Wie geht ihr denn ab? Das war erstmal unerwartet. Tschüss! Das war wohl die falsche Gesprächsoption, würde ich sagen. Ja, jetzt kommt her. Hoffentlich, dass ich kriegt er jetzt. Gute Nacht. Gute Nacht. War das das? Nee, da ist noch. Nee, doch nicht. Was soll ich denn jetzt quatschen? Ja, ich sammle mal erstmal, oder? Das hier ist Dodger oder? Ne, das ist irgendeiner Kumpel. Einer seiner Kumpel. Warte mal, ich will noch looten. Das war, glaube ich. Oh ja, ein dicker Ballermann. Das schauen wir uns nachher mal an. Ihr könnt rauskommen. Dodger ist erledigt. Ist es vorbei?
Yep. Ihr müsst nur noch ins Auto hüpfen und abhauen. Das kriegt ja wohl selbst ihr hin. Danke. Das kriegt ja wohl selbst und, ihr hin. Dann mal? Ja, ja. Echt. Flachpfeifen. Hey, danke nochmal. So, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, ich werde uns dann mal in der Zentrale zurückmelden. Warte, ich rufe zuerst Stella an. Ich rufe zuerst Stella an, Alter. Stella? Jetzt eine Mission haben wir noch vor uns. Habe ich abgelehnt? Ich wollte gar nicht ablehnen. Blub, blub, bla, bla. Na, ich kann auch einfach ins Journal gucken, was ich als nächstes machen muss. Aber da habe ich ein paar Punkte zu verteilen. Warum auch nicht? Wo gehen wir rauf? Ich glaube, es geht da maximal 20. Was kriege ich hier Schönes? Schaltet Auslöschen frei. Die Fähigkeit, Gegner mit niedriger Gesundheit nochmal sofort zu verstümmeln und zu töten. Hm. Schalte den Modus Adrenalinschub frei. Ja, das mache ich einfach mal. Scheiß drauf. Dann kann ich hier die nächsten Skills als nächstes setzen. So, wo packe ich mal einen Punkt rein? Coolness, das war Coolness ist, ja, Stealth. Coolness ist Stealth. Intelligenz bestimmt Netrunner-Fähigkeiten. Da habe ich so gut wie gar keine. Aber ich nehme mal hier Stealth. So. Ich bin ja auch eher so ein Hau drauf. Ach nee, ich wollte ja noch ins Journal gucken. Schleichen tue ich eher weniger. Das hier ist triftig mit. Ja, das ist noch eine Nebenmission. Hier ist noch ein ganzes Stück weg. Kann man sich porten? Hier ist noch ein Port-Ding. Zack. Machen wir gleich die nächste Quest, damit wir in der Hauptquest-Reihe weiterkommen. Johnnys Karre gleich erstmal nehmen. So, links rum. Oh, nee, doch nicht. Das ist ja verwirrend. Immer da dahin gezeigt. Jetzt zeigt er wieder dahin. Das ist auch ausbaufähig. Aber es ist ja bei einigen hier, ne? Also bei so einigen hier. Wirklich ausbalanciert. So, da ist auch schon die Quest. Ich speichere noch mal kurz vorab gleich. Zack, immer so ein bisschen auf Sicherheit. So, jetzt aber los hier. Was muss ich machen? Ah, den Typen einquatschen. Wie sieht der Verband aus? Trocken? Oder Blanco? Ich bin V. Fixer sagt, ihr braucht Hilfe. Eher ein Wunder. Wenn die Scavs nicht bald abhauen, sterben mir die Patienten hier weg. Was wollen die Scavs vom Doc hier? Da war ein Mädchen dabei, Nika Jankovic. Meinte, sie sucht nach ihrem Bruder. Und der Typ ist Patient bei euch? Mehr weiß ich auch nicht. Sie wollte mit Anthony reden und war ziemlich aufgebracht. Wie komme ich da rein? Scavs bewachen alle Türen? Haupteingang, ja. Dup. Hab ihnen zugehört. Dup. Aber, naja, sie kam durch ein Fenster. Vielleicht geht's da noch rein. Wenn du drin bist, geh zu Anthonys Büro. Am Altar rechts, über die Treppe kommst du in den Keller. Wenn die Scavs Anthony was antun, sind diese Leute hier verloren. Überlass das mir. Ja, mal schauen, also ob ich noch mal Bock habe, überhaupt hier so eine Schleichgeschichte zu machen. Das dauert mir alles ehrlich gesagt zu lange, aber wie oft muss ich das noch erzählen? So, okay. Verschafft ihr Zutritt?
Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch den Haupteingang rein, mit Sicherheit nicht. Da ist ein Sessel vor, deswegen komme ich da nicht rein. Früher haben wir das so White City Sessel genannt. Aber hier kann ich vielleicht rum. Weil die eben unverrückbar sind aus unerfindlichen Gründen. Nee, das ist nur ein Penner-Verschlag. Ah, vielleicht finden wir was Geiles hier. Irgend so ein episches Item. So eine epische Buddel oder so. Naja, ich muss hinten rum. Weil diese Typen. Meinst du, sie greifen mich an, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe? Nee. So, irgendwie da vorne. Ah, da ist schon die Tür. Da ist aber auch ein Wächter. Ist das ein Item? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann mich so vorbeischleichen. Obwohl, der sieht mich dann ja auf jeden Fall, oder? Ja, ich kann da über die Steine rüber. Genau. Jetzt mache ich doch hier so ein Schleichding draus. Oh, ich kann doch nicht über die Steine. Oder doch hier? Dann hier rauf? Das kann ich ja nicht hacken. Weil ich eben kein Hacker bin. Also schieße ich mal weg. Ja, das wusste ich. Wusste das jetzt nicht. Hä? Wieso habe ich den denn nicht getroffen? Was ist das denn für ein Blödsinn hier schon wieder? Ja. Ist ja gut. Hau ja ab. Hat man auch gar keine Wahl, wenn man sich nicht so auf Hacker geskillt hat. Hat man mit dem Schleichen auch nicht so richtig Chancen. So, bist du? War es noch ein Digger? Nee, ja doch. Das ist ein großer. Ja, komm raus da, du Feigling. Ach, da muss ich rein. Warte mal auf mit dem Scheiß hier. Waffenglitch. Kleiner Kacker. Und jetzt versteckt er sich auch noch. Ah, sich beruhigt oder was? Bist du? Super. Perfekt getroffen. Jetzt habe ich wieder gar nicht nachgeladen mit den Waffen, ne? Muss mal kurz gucken. Naja, es geht noch. Es geht noch. Ist hier unten noch irgendwann? Nö, sind schon alle tot. Lappen. Alter, spinnst du oder was? Schmeckt, ne? Schmeckt. Boah, ich seh nix. Ja, mein Freund. Ja. So läuft das. Bist du? Ah, nehm ich lieber wieder Scharfschützen, oder? Immer schön immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Damit sie eigentlich so gut anvisieren können. Alter, du kleiner Kacker. Kann nicht mehr schießen. Lappen, ey. Verbindung unterbrochen. Ja, ist das. Also ich weiß nicht, was das mit den Schwachstellen immer soll, aber das nervt ja teilweise richtig, weil die mein Visier verziehen. Oh ja, ich sehe nichts. Soll wahrscheinlich irgendwas super Geiles sein, aber ich hätte lieber meine guten alten... Alter, jetzt reicht's mir hier. Jetzt reicht's mir. So, komm. Kleiner Scheißer. Nee, kriegst mit dem Katana, Alter. Das ja, genau so. Das war's, wa? So, haben wir hier noch irgendwas Schönes, irgendwas Legendäres?
Da. Oh, ich bitte dich, mein Kleiner. Da brauchst du schon ein paar mehr Leute. Mit deiner Kampfkraft, das wird nicht viel. Nein, nur Mist. Nur Mist. Aber ich muss hier sowieso rein. Oder ist egal, welche Tür ich benutze. Waren eben auch Treppen, oder? Ich guck mal hier. Da geht's runter. Auf der anderen Seite ging's hoch. Och. Jetzt könnte ich theoretisch wieder schleichen, aber wie gesagt, da habe ich ja keinen Bock drauf. Kein Glück. So. Also. Ja gut, bei den Dicken, da sollte man in die Schwachstellen schießen. Aber jetzt kommt er hier angeschissen. Tschüss. Also ich würde ja nicht direkt auf jemanden zulaufen, der so eine Smart-Kanone hat. Der schießt ja nie daneben. Aber, naja. Ich bin ich, die sind die. So, nehmen wir mal die ganzen legendären Dreck mit. Auch 99% nur Müll. Naja, hier kann ich... Ist das hier? Was hast du getan, du scheiß Pusher? Ah ja. Alles bleib zurück. Ja. Wo ist Gaspar? Spuck's aus! Ruhig jetzt. Knarre weg. Reden wir. Bin wegen Anderson hier. Ich will ihn lebend. Und ich will meinen Bruder. Der Wichser da ist mir total egal. Du, hoch mit dir. Wo ist Gaspar? Schon mal eine andere Masche versucht? Mit dem Teil machst du nicht so viel Eindruck. Was soll das? Arbeitest du für mich oder für die? Rede, verdammt! Was zum... Jetzt mach! Hilf mir! Soll sie abknallen oder was? Hilf dir doch selbst. So, viel zu. So, ich knall die jetzt ab. Gib mir auf den Sack. So, zufrieden? War ich nett? Gut? Fein. Was hat die? Na endlich. Nö. Noch länger hinhalten ging wohl nicht. Was ist das denn? Nika hat eine einfache Frage gestellt. Für die Antwort braucht es keinen Fixer. Die hätte mich doch ohne zu zögern umgelegt. Wie steht's um die Patienten? Warten mit Odell auf der Straße. Sag ihm, wir können wieder an die Arbeit. Ah ja, gut, okay. Also einfach wieder raus. Sollen wir den Fahrstuhl nehmen? Kommen wir da hin? Erdgeschoss. Ah ja. Na, da geht's nicht. Super, super. Jetzt haben wir alle drei geschafft. So, jetzt lehne ich aber nicht ab. Krasse Arbeit, Bee. Ich wollte jemanden schicken, der die ganzen Scavenger entsorgt, aber Anderson hat abgelehnt. Er meinte, er wollte sie sich erstmal ansehen. Einfach mit. Er muss wohl unter Schock stehen. Ich überweise das Geld. Deine Mission ist erledigt. Hey, warte mal kurz, Hans. Was ist mit unserer Abmachung? Hat er schon wieder vergessen. Ich habe die perfekte Einstiegsstrategie für dich. Wir treffen uns im Heavy Hearts. Okay, bin bald da. Halt! Im Heavy Hearts. Heavy Hearts 4. Achso, ich muss mal ganz kurz was gucken. Muss mal hier, da habe ich wieder ein paar Upgrades. Muss ich ja auch verteilen, ne? Denke ich mal. Also einmal den hier machen wir auf Coolness. Wenn wir ein bisschen besser schleichen können, ist auch nicht schlecht. Reflex, was war das hier? Beweglichkeit, deine Fähigkeiten, bla bla. Technisch Webel. Techi. Oh, weiß ich nicht. Nimm lieber das hier. Immer ein bisschen mehr aushalten. Adrenalinschub. Aktiv ist von. Schub aktiv ist, verzögert von 3 Sekunden, bevor das Adrenalin abgebaut wird. Wenn er aktiv ist, erhält Immunität alle Bewegungsabzüge und Statuseffekte, die keinen Schaden verursachen, wie Knockdown-Blenden. Ja, nehme ich das.
Oder ich lieber das nehmen sollen? Ja, kommen noch mehr Punkte. So, wo waren wir stehen geblieben? Guck mal auf den Journal. Achso, ich soll die Nachricht lesen und der Rest ist nichts. Okay, wo lese ich die Nachricht nochmal? Datenbank? Ne, oder? Ich muss ja sowieso erstmal Itemherstellung, dann muss ich wieder Munition herstellen. Komm. Wieso ist das blockiert? Kann ich keine Munition... Doch. Ja, einfach hoch. Alter, was machst du denn? Bin ich doof oder was? Ja, weiter runter. So, das brauche ich ja eigentlich sowieso nicht. Ja, ausreichend Material habe ich auf jeden Fall noch. Also quasi unendlich. Noch vom letzten Spiel. Also als ich damals gespielt habe, das... Also vor den Jahren. Das war schon Jahre her. Na, gibt es ja auch Tricks, wie man das endlos bekommen kann. Also ich weiß nicht, ob die heute noch funktionieren. Alter, hast du es bald mal oder was? Ja, beim Scharfschützengewehr kann ich doch nicht maximal Munition schon haben. Hä? Mal kurz gucken. Also ja, bei dem kann das angehen. 135? Nee. Ich glaub nicht. Egal, komm. Achso, ich muss ihn jetzt anrufen. Mr. Hans. Ach, ich muss die Nachricht lesen, ne? So war das doch. So, das lesen wir uns gar nicht erst durch. Also da bin ich zu faul zu. War's das oder was? Ja, das war's. Alles klar. Los geht's. Ja, ist natürlich kein Portpunkt in der Nähe. Wie immer. Jetzt mach doch einfach hier die Karre. Zurück. Also das ist auch immer noch meine Lieblingskarre, egal welche sie auf den Markt werfen, aber ja, weil sie auch so in Verbindung mit Johnny steht und ich fand die damalige Questreihe, also von der Storyline her, also super geil, ne? Gerade mit der Liebesgeschichte, ich weiß nicht mehr mit wer das, also wie die heißt und sowas. Und die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das alles beendet und sie stirbt, der stirbt, hier und das und keiner stirbt und war schon echt nice. Hey, du da. Das hier ist ein netter Club, also sei nett, verstanden? Ja klar, klar, Diggi. Bin immer nett. Aufzug ist kaputt. Soll ich das jetzt Ach so. Ach so, steht da oben dran. Wozu soll ich das eigentlich selbst eingeben, wenn man sich das nicht merken muss? Dann können sie das eigentlich auch automatisch eingeben, oder? Na, um den Leuten eher so ein Gefühl zu geben, wo muss ich jetzt hin? Ach so, das Privatstockwerk. Um den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie mitspielen, ne? Sonst wäre alles automatisiert und... Ah. Na, komme ich da rein? Nö. Okay. Keine Sorge, ich suche nach ihm so. Aber jetzt muss Papa weiterarbeiten, okay? Okay. Ah, wenn das nicht wie ist. Wie, mein Lieblingssöldner. Fabelhaft. Kennen wir uns? Was du für mich getan hast, hat das Spielfeld gegen Hansen deutlich verändert. Der sieht ja merkwürdig aus. Ganz anders vorgestellt. Wie bestellt? Ganz ehrlich,
Ich hatte nicht damit gerechnet, den Mann hinterm Holo-Vorhang zu treffen. Mr. Hans höchstpersönlich. Nicht nur hast du diese Clowns in Blau gerettet, sondern auch noch Dodger erledigt. Ruhig, souverän, professionell. Bravo. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann. Also habe ich beschlossen, den Schleier zu lüften. Die Ehre haben nicht viele, glaub mir. Wenn ich nur mehr Virtuosen wie dich hätte, dann würde ich mehr als nur Dogtown im Griff haben. D-Town, Pacifica und den Rest ziehe ich mir durch die Nase rein und gut ist. Mit echten Profis zu arbeiten ist wirklich angenehm. Ja, genug der Schmeichelei. Wie helfen die dir mit Hansen? Wenn ein Boxer seinen Gegner nicht K.O. schlagen kann, was tut er dann? Er bearbeitet seinen Körper. Wenn die Ausdauer des Gegners nachlässt, sucht er nach einer Gelegenheit und schlägt zu. Ich weiß, dass das aus deinem Blickwinkel noch nicht ganz klar sein mag, aber dank deiner abgeschlossenen Aufträge konnte ich ein paar Figuren auf dem Schachbrett namens Dogtown in Stellung bringen. Und das bedeutet, dass mein Gegner bald schachmatt geht. Dir wär's lieber, wenn Hansen nicht das Sagen in Dogtown hätte. Hansen hat zu viel Macht und verteidigt sie vehement. Und er ist clever. Diese Züge dulde und respektiere ich, aber nicht zusammen. Zusammen sind sie ein Problem, vor allem bei jemandem, der die Kontrolle über einen ganzen Bezirk hat. Das macht die Geschäfte mühsam. Eine Tasse Tee gefällig? Meine eigene Mischung. Ich weiß nicht. Sicher. Okay, wir nehmen alles zu uns. Wie ist aus dem Kampfgebiet wir nehmen Dogtown alles zu uns. Geworden? Weißt du das? Hab Verschiedenes gehört. Irgendwas mit dem Krieg. 2069. Colonel Hansen führte eine Mission mit dem wunderschönen Namen Midnight Storm an. Das Ziel, das Kampfgebiet als Basis für die NUSA in Night City zu besetzen. Kurz darauf gab es einen Waffenstillstand. Hansens Truppe wurde sich selbst überlassen. Ihre Vorgesetzten, die Öffentlichkeit, jeder tat so, als wüsste man von nichts. Und als ob Hansen nie hier gewesen wäre. Aber der gute Colonel wurde sesshaft. Er erklärte das Kampfgebiet zum NUSA-Territorium. Er baute sich hier eine Enklave auf und wurde über Nacht vom Soldaten zum Waffenhändler. Sie haben ihn im Stich gelassen. Alle gingen davon aus, es würde keine 2 Wochen dauern, bis er getötet wird. Aber er hat überlebt und wurde zu einer ernstzunehmenden Gefahr. Ein Mann, dessen Existenz so viele bedroht, ist ein gefährlicher Mann. Die Politik ist mir egal. Kommen wir zum Geschäftlichen. Geschäftliches. Okay. Das Black Sapphire. Hansens Festung, bewacht von Bargest-Elite-Soldaten. Unten befinden sich die Militärbaracken, oben die dekadenten Räumlichkeiten für die Ultrareichen. Diese Pläne waren übrigens nicht leicht zu beschaffen. Hansen bewahrt die Geheimnisse dieses Hotels, als wären sie ein peinlicher Rektaljuckreiz. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du hilfst meinen Kunden, wodurch ich wiederum mehr Spielraum gewinne. Quid pro quo in Reinkultur. Die Baupläne gehören dir. Als Bonus ein paar Informationen zu Schwachstellen. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Außerdem, das ist dir hoffentlich klar, sind die Daten und ihre Herkunft absolut sicher. Keiner weiß, dass du sie hast. Datenlecks, oder eher gesagt das Fehlen jener, sind der feine Unterschied zwischen mir und, sagen wir, dem guten Mr. Deschamps.
Der Splitter. Infos und Baupläne des Black Sapphire mit allen Details. Das sollte ausreichen, um hineinzutänzeln und deine Pirouetten aufzuführen. Aber nur zur Warnung. Selbst gut vorbereitet so eine wirst prima du auf ein Nest stoßen. Schwansee. Pass auf, wo du hintrittst. Danke. So. Lass es mal abdüsen. Ist das nicht das Ende unserer Zusammenarbeit? Ich habe ehrlich gesagt noch ein paar andere Aufträge. Ah nein, danke, kein Interesse. Mehr lokale Politikspielchen. In Dogtown ist immer viel los. Und hinter geschlossenen Türen wird intrigiert. Es wird Veränderungen geben und die sind unausweichlich. Dann muss jemand für einen reibungslosen Übergang sorgen. Ich freue mich auf die nächsten Aufträge. Du hörst bald von mir. Das versichere ich dir. Ja, kein Interesse, habe ich doch gesagt. Verpiss und dich. Und wie? Egal, was im Black Sapphire passiert. Komm lebendig wieder raus, okay? Aye, Captain. Dort vermischt sich regionale und internationale Politik. Das sind starke Strömungen. Dann muss ich mir was zum Festhalten suchen. Bis dann, Hans. So, hast du ausgequatscht. Ja, jetzt kann ich den Club verlassen. Ich kann nicht gar nicht hüpfen. Hui, ich kann hier gar nicht hüpfen drin. Okay, ich soll jemanden anrufen, diesen Weed. So, dann rufen wir nochmal an. Weed, hab den Datensplitter von Hans. Unser goldenes Ticket ins Black Sapphire. Perfekt, schick mir die Daten. Keine Sorge, die Verbindung ist sicher. Hier, ist unterwegs. Und angekommen. Ich gebe das an Alex weiter. Wenn du soweit bist, treffen wir uns in The Moth. Sollte ich noch nicht da sein, warte auf mich. Bis dann. So, mal gucken, ob ich mich porten kann. Ja, ich kann mich direkt hinporten, aber toll, hier in der Nähe ist auch wieder nichts. Das heißt, ich muss wieder einen nervigen Weg auf mich nehmen. Na, bleib mal auf der Karte. Das ist so mit den Schnellreisen irgendwie blöd gemacht. Egal, klauen wir hier die Karre. Ach, geht nicht. Können wir die klauen? Ja. Und keiner sagt was. Ja, nimm mal mit da das Ding. So, ich muss gleich nochmal nach den Upgrades gucken. Die hält ja schlecht die Spur, die Karre. Mieses Ding. So, ich gucke erstmal nach den Upgrades, dann porte ich mich hin. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich brauche ja noch. Der hat mir doch, glaube ich, irgendwie. Achso, ich dachte, das wären Reliktpunkte gewesen, die er mir gegeben hätte. Hat doch irgendwas gesagt. Egal, dann gucke ich mal hier nach den Klamotten. Ja, hier gibt's ja nichts, ne? Das ist ja alles irgendwie abgegradet worden. Oder downgegradet worden. Das ist der richtige Ausdruck, denke ich. Da hat man den gleichen Mist wie vorher. Irgendwie kann so viel sammeln, wie ich will, aber ich hab nichts. Das ist auch irgendwie blödsinnig. Wohin verschwinden denn die ganzen Sachen? Kann mir das mal einer sagen? Ja, 25% Panzerung, das ist. Ja. Sieht das aus? Da leg's mal los. Ja, sieht ein bisschen besser aus, ne? Passt ein bisschen besser zu den Sachen. Ansonsten habe ich ja nichts davon. Ist ja rein optisch irgendwie mittlerweile fast alles. Ja, gut, die haben so ein paar Punkte, aber richtig doll jetzt auch nicht. Gucken nochmal hier.
Haben wir ein besseres Maschinengewehr? Nö, haben wir nicht. Hab mich sowieso gewundert, dass ich dafür noch Upgrades kriege für das, was ich habe. Weil die ja schon damals richtig krass gewesen sind. So, okay, jetzt wird geportet. Ach, wieder hier in der Kneipe. Ah ja. Dem geht's wieder nicht gut. Setz dich. Kann ich helfen? Ganz ehrlich, ich gewöhne mich langsam dran. War das der Relic? Wird jeden Tag schlimmer. Ich habe so gut wie keine Zeit mehr. Sag mal, hast du diese Anfälle öfter? Ich zähle sie nicht wirklich, aber jeder könnte der Letzte sein. Wow, übel. Ach echt, hab ständig den Tod im Nacken. Das Gefühl kenne ich. Mit einem Fuß im Grab zu stehen? Genau. Ich habe da nie drüber gesprochen. Die haben bloß versucht, mich umzubringen. Aber manchmal fühlt es sich an, als wäre es ihnen gelungen. Soll heißen? Erzähl mir mehr. Erzähl mir deine Lebensgeschichte. Der vor 7 Jahren. Ja, ich will sie hören. Was genau ist damals passiert, Reed? Ich bin auf der Intensiv gelandet und habe gewartet, dass mich irgendein Arasaka-Killer erledigt. Ich wurde verraten. Von unseren Leuten, der FIA. Naja, verraten. Ich war Teil eines Deals, eines Friedensangebots. Mein Kopf auf dem Silbertablett. Alles für einen Waffenstillstand. Frieden hat seinen Preis. Ich habe ihn bezahlt. Komm, ich will dir was zeigen. Na, was willst du mir denn zeigen? Moment. Die haben dich verraten. Du arbeitest wieder für sie. Selbst tiefe Wunden vernarben irgendwann. Nach ein paar Jahren jucken sie nur noch. Gehen wir. Na, hoffentlich eine dicke Wumme oder so. Richtig krasse Sachen habe ich ja bisher nicht bekommen. Dann mal runter. Wo geht's hin? Eine kleine Reise in die Vergangenheit. Zu altem Schrott. Ah, geh rein. So. Aktivier. Ich fasse es immer noch nicht, dass Alex ihre Bar direkt über unserem alten Safehouse aufgemacht hat. Sie hatte immer einen seltsamen Sinn für Humor. Wo ist sie? Wartet sie unten? Sie wollte ein paar Sachen in der Stadt rausfinden. Wir sollen es uns gemütlich machen, bis sie wiederkommt. War 7 Jahre lang dunkel. Es werde Licht. Ah, cool. Ein Boilerraum. Was ist das? Ein Clubkeller aus der Jugend oder was? Das Ende jedes Krieges ist unschön.
Jede Seite will aufräumen. Eine Autobombe jagte einen aus meinem Team hoch. Ein anderer wurde vergiftet. Der dritte bekam einen Kopfschuss beim Zigarettenkauf. Andere sind einfach spurlos verschwunden. Jede Nacht warteten wir darauf, von Arasaka-Agenten erledigt zu werden. Ich musste mich entscheiden. Ich habe nicht aufgegeben. Ich dachte, wir hätten noch eine Chance. Es war mutig. Oder dumm. Oder beides. Vielleicht konnte ich es einfach nicht sein lassen. Oder vielleicht bin ich ein schlechter Verlierer. So oder so konnten wir damit noch ein paar Agenten retten. Der Preis dafür war ich. Oh. Sag, was du willst, so. Aber das klingt, als wären die dir in den Rücken gefallen. Aber dadurch haben sie meine Leute gerettet. Bei ernsthaften Spielen gibt es auch ernsthafte Konsequenzen. Schon komisch. Sie beauftragten ausgerechnet Songbird, mich zu erledigen. Moment. Ja. Erledigen? Wortwörtlich? Hat sie auf dich geschossen? Nicht persönlich, aber sie hat die Leute reingelassen, die es getan haben. Ich wollte die Stadt verlassen. Nach Hause. Songbird war noch hier. In diesem Raum sogar. Sie hat mich über Funk direkt in eine Falle geführt. Mich zu neutralisieren, das war ihr letzter Auftrag in Night City. Dann durfte sie nach Hause. Und jetzt willst du sie retten? Warum? Weil es das Richtige ist. Ich hatte genug Zeit, das unter dem Mikroskop zu betrachten. Beim Scharfstellen werden manche Sachen klarer und andere verschwimmen. Und irgendwann ist der ganze Scheiß drumherum egal und du siehst das Wichtige. Songbird gehört zu meinen Leuten. Das ändert sich nicht. Scheiße, Reed. Myers ist eine ganz andere Geschichte. Aber Songbird? Nein, ich habe nichts gegen sie. Warum Myers? Hab ich was verpasst? Nur Nostalgie. Also dann, fangen wir an. Ich habe Sliners Behauptung überprüft. Offenbar hatte er recht. Hab mir alte Dateien angesehen. Von Missionen, in die Somi involviert war. Die waren kaum zugänglich. Selbst für mich. Jeder einzelne davon. Die Blackwall. Genehmigung, Missionsbefehle. Alle von einer Person unterschrieben. Rosalind Myers. Will nicht in ihren Schuhen stecken, wenn der Mist ans Licht kommt. Die NUSA ist ein kleines Land, regiert von einer Frau mit großen Ambitionen. Und die überstrahlen manchmal die Vernunft. Aber darüber müssen wir uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Alex, was hast du für uns? Ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir planen gleich. Sag mal, wie? Ziehst du dich gern schick an? Nicht wirklich, ne. Nein, dabei fühle ich mich immer so affig. Autsch, dumm gelaufen für dich. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ich habe rausgefunden, dass auf der Party ein großer Popstar auftritt. Und auf der Gästeliste steht alles, was Rang und Namen hat. Und ihr. Ihr macht euch schick und redet mit echten VIPs. Aber seid gewarnt. Das heißt nicht, dass die Sache leicht wird. Bereit für die Details, wie? Ja, los. Warte schon die ganze Zeit darauf. Das Black Sapphire, der am schwersten bewachte Ort in Dogtown. Aber die Security ist nicht perfekt. Wie? Du musst durch ein überflutetes Tunnelsystem. Ich habe einen hochmodernen Taucheranzug für dich, der dir passen sollte. Das Wasser ist vielleicht etwas supergiftig, also Vorsicht. Was ist mit Reed? Wollte ihn gerade erwähnen. Natürlich wird er auch dort sein. Aber immer im Hintergrund, ne? Wie das Hotel aussieht, weißt du ja. Kann man nicht verfehlen. Geflutete Tunnel. Hier, dort kommst du rein. Und jetzt pass auf.
Am Ende erreichst du ein Terminal, verlinkst dich, hackst die Kameras, sodass Reed sich reinschleichen kann. Ihr nehmt zwei Aufzüge nach oben. Hier. Sol öffnet einen Durchgang zu seiner Seite. Und ja, das ist der einzige Weg. Der Bereich wird vielleicht schwer bewacht, also müsst ihr leise sein. Wir wissen nichts Genaueres. Seid kreativ. Improvisiert. Ihr trefft euch hier. Sobald ihr euch gefunden habt, macht ihr euch schick wie zum Abschlussball und geht rein. Drinnen trefft ihr dann Songbird. Alles klar? Alles klar. Yep. Prima. Okay, zur Ausrüstung. Nimm dir ruhig Zeit und nimm alles mit, was nützlich sein kann. Hab wahrscheinlich nur Scheiße. In der Kiste erwartet dich eine Überraschung. Was ist das? Ach, naja. Was soll ich denn damit? Ist das deine Waffe? Natürlich. Ihre Majestät kann ihren nächsten Einsatz kaum erwarten. Es wäre mir eine Ehre. Was da vorne? Power-Maschinenpistole. Smart-Maschinenpistole. Ist schlechter als die ich hab. Kategorie 4 plus. Ne, ich brauche nur eine Maschinenpistole. Was ist das da? Ach, das ist alles nur episch. Ah ne, das gibt es nicht. Munition, na gut, können wir einstecken. Schadet nicht. Oder schadet nie. Hier ist nur Mist. Was ist das denn? Präzisionsgewehr. Oh. Das sieht ja schon schicker aus. Ne, Powerstormgewehr brauche ich nicht. Ich habe meine Smart-Knarre und die reicht. Was ist das hier? Krempel nehmen wir einfach mit. Oh, ich kann ja auch die mitnehmen, ne? Das hier ist nur Schrott, außer das Teil. Ja gut, das war's glaube ich schon. Außer der Taucheranzug natürlich. Aber ich rüste mich mal kurz aus. Denn die Knarre sah ja nun besser aus als das, was ich hatte. Das Scharfschützengewehr. Aber ist jetzt die Frage, ist es ein Power-Scharfschützengewehr? Wo ist denn das überhaupt? Das hier? Ja, das ist das, glaube ich, ne? Ach, Schaden. Angriff ist auf jeden Fall schneller. Und Waffenhandhabung ist leichter, aber dafür ist der Schaden geringer. Doppelt-Ikon. Soll ich das mal aus? Ich probiere das mal aus. Kann das ja mal ausprobieren. Kann auch ein paar Mods zusetzen. Mündung. Sturmgewehre, kritische Trefferchance, Querschläger. Ja, ich habe ja sowieso nur einen, also ist scheißegal. Ich probiere das Ding einfach mal aus. Vielleicht ist es ja ganz gut. Ja, hier fürs Maschinengewehr hatte ich nichts, glaube ich. Hä? Mach ich doch, geh doch mal auf Waffen. Ja, aber das sind Power-Maschinengewehr. Also eine Power-Maschinenpistole. Ist zwar ein bisschen besser, aber dafür schießt es nicht automatisch um die Ecke. Ne? Ja, das ist besser. Die Knarren sind besser, die ich vorhatte. Ach so, nee, der vergleicht das mit der Maschinenpistole. Was für ein Quatsch. So, okay, alles klar. Jetzt brauche ich noch den Taucheranzug. Und jetzt mit ihm hier quatschen. Da fällt mir ein. Hans, was wollte er dafür, dass er uns geholfen hat? Er wollte die Strömungen ausloten, sehen, wie der Wind sich dreht. Hans profitiert nicht von Hansens Dominanz in Dogtown. Also will er die Lage etwas ausgleichen. Politik. Dieselbe Scheiße, egal wo du bist. Weißt du, ohne dich hätten wir keine Möglichkeit, ins Black Sapphire und zu Songbird zu kommen.
Bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ehrlich wie. Das war's? Alles bereit? Denke schon. Ich bleib noch kurz hier und treff dich dann dort. Ja, dann... Also ich lege schon mal die Taucherausrüstung an, würde ich sagen. Was ist das hier? Ne, taktischer Anzug ist das. Ja, passiert auch was. Jetzt habe ich so einen Glitch, oder? Da sehe ich aus wie so ein taktischer Kampftyp, wa? Finde ich das jetzt besser? Nö. Das hat sowieso keine Funktion. Wo ist der Anzug? Wo ist denn der Taucheranzug? Das müsste doch hier drin sein, oder? Wird dann noch dran erinnert werden, denke ich mal. Also wenn es jetzt irgendeine Bedeutung hat, werden sie mit Sicherheit sagen, irgendwie legen sie sich den Taucheranzug an oder so. Oder ich werde das an die Giftspuren merken oder was auch immer. Ne? Ich habe jedenfalls eben gerade keins gesehen, sondern so einen taktischen Anzug, der aber keine Fähigkeit hat. Also wenn er keine Fähigkeit hat, dann wird er mich auch nicht vor Gift schützen. Ansonsten hätten sie es halt draufgeschrieben, denke ich mal, oder? Obwohl man das hier auch nie so genau wissen kann. Lass mich mal durch da. Okay. Alles klar. Bis hierhin kann ich mich porten.